Der FSV Zwickau hat in seinem vorerst letzten Drittligaspiel am vergangenen Samstag 2:2 gegen den TSV 1860 München gespielt. Zwickau startete mit 3 Änderungen in der Startelf. Für Koskun, von Schröter und Eichinger begannen Wurzen, Carrera und Vogt. Es war ein Spiel, in dem es für beide Mannschaften um nichts mehr ging. Dabei sahen die Zuschauer 2 grundverschiedene Halbzeiten. Alle Tore fielen nach der Pause. Für Zwickau traf Gomez. Der 2. Treffer war ein Eigentor der Gäste. Im Vorfeld der Partie gab es einen riesigen Fanmarsch vom Zwickauer Neumarkt bis hin zur GGZ-Arena. Schon gegen 9 Uhr ging es los, waren die ersten Organisatoren vor Ort. T-Shirts und Schals wurden verkauft und natürlich auch gleich angezogen. Der Neumarkt füllte sich langsam. Auch die Oberbürgermeisterin war vor Ort und auch sie zeigte ihre Verbundenheit mit dem FSV Zwickau. Nur beim Spruch, egal in welcher Liga, war sie etwas zurückhaltend. Für die Landesliga haben wir das Stadion nicht gebaut, so ihr Kommentar. Die Fans störte die Situation wenig. Am Alois konnte man sich schnell noch etwas zu trinken holen, denn der Tag sollte noch lang und warm werden. Und während draußen das Warmsingen begann, trafen sich im Alois die sogenannten Legendenspieler. Viele von ihnen noch aus der Zeit der BSG Sachsenring-Zwickau. Die Erhaltung der Tradition, das Zusammenbringen von Jung und Alt, das ist es, was sich die Macher des Alois auf ihre Fahnen geschrieben haben. Wir freuen uns natürlich erstmal sehr, dass viele bekannte Gesichter gekommen sind, unserer Einladung gefolgt. Und auch wenn die Zeiten beim Verein jetzt wahrscheinlich nicht die besten sind, wollen wir in Zwickau trotzdem Traditionen wahren bzw. selbst Traditionen schaffen und genau solche Anlässe dafür nutzen. Dahergehend freuen wir uns, wie gesagt, hier auf euch, auf unserem Weg, den wir hier gemeinsam gehen, weil hier gibt es ja auch einen gewissen Stammtisch schon vom Alois, der jetzt jeden Dienstag stattfindet. Bei den früheren Spielern, da muss manch Junger erst einmal nach den Namen fragen. Die Liste liest sich wie das Who is Who des Zwickauer Fußballs. So manch Älterer hat noch die Europapokalspiele gegen Athen und Glasgow erlebt, von denen die heutigen Fans nur noch singen können. Draußen gab es inzwischen Motivation pur. Keine Prügeleien, keine Schuldzuweisung. Einfach nur Freude pur am Fußball, die dann auch mit ins Stadion genommen wurde. Also erstmal in erster Linie Riesenrespekt an unsere Fans. Da spreche ich aber nicht von heute, sondern von der gesamten Zeit, seit ich hier bin zumindest, kann ich nur sagen, Chapeau. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung, weil ich sag, die Saison gab es viele Momente, wo einige Fans natürlich auch zu Recht unzufrieden waren mit uns. Aber wie sie uns trotzdem unterstützt haben, wie sie trotzdem zu uns gestanden haben, ich muss schon sagen, Respekt. Für mich auch besonders, muss ich sagen. Ich habe hier meine ersten Profispiele gemacht und bin froh, dass ich hier war. Es ist ein besonderes Moment. Es ist ein bisschen bittersweet, sagen wir in Englisch. You know, es ist schon wieder hier im Stadion zu sein, heim von unseren Fans, unsere geile Fans. Vielleicht sie sind nicht viele, aber alle sind immer da und immer Unterstützung. Und für eine Spieler, das ist mehr kannst du nicht wollen. Es ist einfach geil und ich bin sehr, sehr dankbar und sehr, sehr stolz auf die ganze Mannschaft von diesem Spiel. Ja, du siehst, wir spielen, wir machen nur was als einfach. Wir spielen nur auf dem Platz, wir trainieren auf dem Platz, aber alles andere, das sind Leute, das macht uns. Macht unsere Wasche, macht unsere organisatorische Sache. Und ich muss da einfach nur dankbar sagen zum die Leute, die sind oben. Ohne diese Leute, wir dürfen nicht unsere Arbeit machen. Es spiegelt eigentlich unsere Saison. Wir kreieren viele Chancen, wir spielen nach vorne. Ich glaube, dass wir uns da auch mit Ball enorm verbessert haben. Aber wir kriegen zu viele Gegentore, das muss man einfach auch klar sagen, klar ansprechen. Das war einfach unser Manko diese Saison. Und es war eine sehr, sehr intensive Zeit, wo ich hatte viele schöne Seiten erlebt, aber auch eine schlechte Seite, wo es war nicht so schön, aber
Ich kann nur dankbar sein für alle, was ich hatte erlebt. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für den ganzen Verein, für die Trainer, für Joe Enox, für Ronny Tillemann, Lenke. Ich kann vielen Namen sagen, Jimmy, alle. Ich bin nur dankbar und ich habe viel genommen von diesem Verein, viel genommen von dieser Experience in der dritten Liga. Und es hilft mich auf meine Zukunft und meine Karriere. Ja, trotzdem unbeschreiblich schön. Also ich hatte Gänsehaut und es war toll, als das ganze Stadion meinen Namen gerufen hat. Es ist ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen. Und ja, es ist auch Wehmut dabei, dass es jetzt endgültig vorbei ist. Aber ja, ich glaube, niemand hätte gedacht, dass ich so lange Fußball spiele. Und mit 40 Jahren, fast 40 Jahren zumindest, kann man auch mal aufhören mit Fußball. Und das war trotz Abstieg ein gebührender Abschied, finde ich. Und ich habe jede Sekunde genossen, hier für den Verein zu spielen. Jedes Spiel habe ich genossen vor den Fans. Und einfach einzigartige Fans sind das, muss ich mal sagen. Und in guten wie schlechten Zeiten, sie standen immer hinter uns und haben uns nach vorn gepeitscht. Und ich glaube, das ist einzigartig. Ja, ich glaube, was ist der FSV Zwickau? Das hat man über die Jahre gesehen. Zusammenhalt, Familie, ganz große Familie und einer für den anderen da sein. Und ja, und wenn man sieht, in 2020, als wir die Klasse gehalten haben in Mannheim bei dem letzten Spiel, was hier los war am Start bei der Ankunft, das war einfach Wahnsinn. Und ja, dafür lohnt es sich übrigens auch Fußball zu spielen. Für solche Momente hat es sich gelohnt, Fußball spielen in meinem Sinne. Und deswegen toll.